Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Interviewreihe von den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Unser nächster Gesprächspartner kämpft seit jeher für bezahlbare Mieten und gegen Gentrifizierung in Berlin. Auch seine Partei Bündnis 90 Die Grünen stellt die Themen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. Doch sind Ihre Vorhaben realisierbar? Und was bringen Sie den Berliner Bürgern? Wir sind zu Gast in der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte und treffen Ihren Vorsitzenden Daniel Wesener. Guten Tag, Herr Wesener. Guten Tag. Herr Wesener, die Grünen stehen laut aktuellen Umfragen bei 20%. Tendenz steigend. Sie sind aktuell zweitstärkste Kraft in Berlin, noch vor der CDU. Was macht Sie in Berlin so stark? Dann lassen wir vielleicht mal die Umfragen beiseite. Ich halte überhaupt nichts davon, auf der Basis von Umfragen Politik zu machen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Umfragen. Entscheidend ist bekanntlich das, was am 18. September bei der Wahl rauskommt. Wir freuen uns aber in der Tat, dass wir momentan offenbar eine politische Stimmung in Berlin haben, die sagt, diese große Koalition hat abgewirtschaftet und wir wollen politische Alternativen. Und wir versuchen als Bündnis 90 Die Grünen solche Alternativen anzubieten. Wir haben uns Ziele gesetzt. 2011 haben wir bereits ein sehr, sehr gutes Ergebnis in Berlin eingefahren mit 17,6%. Das war für uns das historisch beste Ergebnis. Das wollen wir gerne halten und nach Möglichkeit ausbauen. Und wir wollen vor allem, dass Berlin diese große Koalition abwählt und dass es zu einem Politikwechsel in der Stadt kommt. Winfried Kretschmann hat nach seinem Wahlerfolg in Baden-Württemberg die Grünen aufgefordert, die Ämterteilung bei künftigen Wahlkämpfen abzuschaffen. Der Wähler wünscht sich eine klare Personalisierung, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Warum hält Ihr Landesverband in Berlin an einem vierköpfigen Spitzenteam fest? Also Winfried Kretschmann in allen Ehren, aber da habe ich in der Tat eine völlig andere Meinung. Übrigens nicht nur ich, sondern auch der eigene Landesverband von Winfried Kretschmann. Ich habe da zwei sehr nette Kolleginnen und Kollegen, die beide als Doppelspitze die Grünen in Baden-Württemberg führen. So handhaben wir das auch in Berlin. Wir haben sowohl an der Fraktion als auch an der Parteispitze jeweils eine Doppelspitze. Was in Berlin ein bisschen besonders ist, es sind an der Fraktionsspitze bekanntlich zwei Frauen. Und ich glaube, all das steht uns gut an. Es steht uns gut an zu sagen, Frauen überall, aber eben auch in der Politik nach vorne. Und es steht uns gut an zu sagen, es geht um verantwortungsvolle Aufgaben. Da wollen wir Verantwortung, aber auch Macht teilen. In der Tat, natürlich muss Politik auch Personen anbieten. Die Leute wollen wissen, wen sie wählen. Wir haben das getan in Form eines Vierer-Spitzenteams. Personalisierung ist gut, aber Personalisierung hat auch ihre Grenzen. Wir haben das selber 2011 erlebt. Da haben wir einen sehr personalisierten Wahlkampf gemacht mit Renate Künast an der Spitze. Das Ergebnis kennen wir. Das kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Und wir sind eine Partei, die sagt, Personen sind wichtig, aber noch wichtiger sollten die Inhalte sein. Noch wichtiger sollte das sein, wofür eine Partei konzeptionell programmatisch steht. Wir wissen auch, dass unsere Wählerinnen und Wähler, dass denen das besonders wichtig ist, dass die von uns ein inhaltliches Angebot haben wollen. Und insofern glauben wir, dass wir mit dieser Strategie völlig richtig liegen. Natürlich interessieren sich Journalisten und die Bürger natürlich auch für Farbenspiele. Was kann passieren, wenn gewählt ist? Und es geht da jetzt gar nicht so um Prozentpunkte, weil die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass es 5 oder 6 Parteien im Parlament wird. Und deswegen bleibt es so, dass auf jeden Fall 3 Parteien sich zusammenschließen müssen, um eine Regierungskoalition zu bilden. Jetzt haben Sie ja schon gerade im Frühling Wahlkampf gegen die CDU gemacht, gerade auch besonders gegen Henkel so ein wenig. Und ist für Sie dann wirklich Rot-Rot-Grün die einzige Machtoption? Wir machen erstmal Wahlkampf für uns. Wir gucken da nicht nach links oder rechts. Wir schielen nicht in erster Linie auf andere Parteien, sondern wir wollen in den Mittelpunkt stellen, was wir anzubieten haben und wollen die Berlinerinnen und Berliner von einer Wahlentscheidung zugunsten von Grün überzeugen. Was am Ende bei rauskommt, das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Ich hätte gern so eine Glaskugel, das ist aber nicht der Fall. Was wir allerdings auch sehr deutlich sagen, wo unsere Präferenzen liegen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, wir sind eine Programmpartei und sind Inhalte wichtig. Und wenn ich mir das angucke, dann sehe ich eben mit anderen Parteien mehr oder weniger Schnittmengen. Wir haben eine ganze Reihe von Schnittmengen mit der SPD. Wir haben eine ganze Reihe von Schnittmengen auch mit den Linken.
Bei der CDU ist das deutlich weniger der Fall. Aber auch hier wird man am Ende schauen müssen, was kommt bei so einem Koalitionsvertrag rum. Mhm. Wir Grüne sagen, ja, wir wollen regieren. Wir glauben, dass wir vieles in dieser Stadt anders und besser machen können. Aber wir wollen auch nicht um jeden Preis regieren. Sondern am Ende muss es ein Koalitionsvertrag sein, muss es ein Partner oder mehrere Partner sein, bei denen man weiß, man kann in 5 Jahren was gestalten. Also haben Sie jetzt gesagt, dass Sie Gespräche mit der CDU nicht kategorisch ausschließen. Deswegen ist das Modell Hessen oder Modell Baden-Württemberg, wo man mit CDU oder FDP zusammengegangen ist, auf jeden Fall in Berlin noch denkbar? Also ich finde das Quatsch, Gespräche auszuschließen. Ich bin ja nicht Frank Henkel, der sich hinstellt und sagt, mit den Anwohnerinnen in der Rigaer Straße reden wir nicht. Also ja, wenn Sie so wollen, natürlich, wir reden mit allen. Ich persönlich und auch meine Partei können sich eine Koalition mit der CDU schwerlich vorstellen. Das ist, denke ich mal, keine Überraschung. Sämtliche Umfragen, Sie haben das Thema ja angesprochen, legen eigentlich auch nicht nahe, dass das in irgendeiner Form reichen könnte. Entscheidend wären für mich immer die Schnittmengen und die sind sehr, sehr dürftig. Ich glaube, gerade weil wir in einer Zeit in einer politischen Landschaft leben, die sehr dynamisch ist, wäre es falsch, sich da jetzt heute auf den Standpunkt zu stellen und zu sagen, das geht alles nicht. Aber ich will es vielleicht mal an einem Beispiel konkret machen, auch im Hinblick auf die CDU. Ich persönlich kann mir keine Koalition mit einer grünen Beteiligung vorstellen, die sich am Ende nicht für die Ehe für alle einsetzt. Gespräche mit der AfD? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Dann kommen wir jetzt zu den Inhalten. In den letzten Wochen wurde die Stimmung zur Rigaer Straße durch die rechtswidrige Teilräumung zunehmend angeheizt. Die Parteien im Parlament sind gespalten. Wie kann die Situation gelöst werden? Was würden Sie vorschlagen? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Parteien oder dass auch die öffentliche Meinung da gespalten ist. Ich habe den Eindruck, die ist ziemlich eindeutig. Wir sagen als Parteien, Gewalt ist niemals eine Lösung, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber alle Parteien, bis auf die CDU, sagen auch, man darf mit so einer Situation keinen Wahlkampf betreiben, sondern muss versuchen, so eine Situation wie in der Rigaer Straße 94 zu lösen. Und da hat Berlin ja eigentlich eine lange Tradition. Wenn wir zurückdenken an die 70er und 80er Jahre, an die Hausbesetzerbewegung, wenn wir uns erinnern an das, was nach der Wende in vielen Ostbezirken geschehen ist, dann waren das ja durchaus ähnliche Konflikte. Und Berlin hat dort in der Vergangenheit einen guten Weg gefunden, mit diesen Konflikten umzugehen. Wir haben beim 1. Mai erlebt, was eine deeskalative Politik, was eine deeskalative Polizeistrategie alles erreichen kann. Frank Henkel hat leider das Gegenteil getan. Unsere Vermutung ist, es ging ihm darum, dieses Thema für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Was mich besonders sauer macht, ist, dass er hier auch als Dienstherr die eigene Polizei instrumentalisiert hat. Wir haben jetzt zwischenzeitlich ein Urteil vom Berliner Landgericht, was sagt, diese Räumung war rechtswidrig. Das heißt, ausgerechnet der Senator, der immer den Rechtsstaat im Munde führt, musste sich jetzt belehren lassen, dass er gegen Recht verstoßen hat. Sie haben das Gerichtsurteil gerade angesprochen. Herr Henkel würde jetzt wahrscheinlich erwidern, dass das Gerichtsurteil gar nicht gültig ist, weil der Anwalt der Hausverwaltung gar nicht aufgetaucht ist, weil er bedroht wurde. Was denken Sie darüber? Ja, Frank Henkel sagt da leider nicht die ganze Wahrheit. In der Tat, es war ein sogenanntes Versäumnisurteil. Aber die Richterin hat in der Urteilsverkündung sehr deutlich gemacht, dass sie keine Rechtsgrundlage für die Räumung sieht. Es fehlte ein sogenannter Räumungsbescheid, ein Titel. Dieser Titel ist eigentlich die zwingende Voraussetzung dafür, dass man überhaupt räumen kann. Wir sollten übrigens nicht vergessen, es geht nicht um ein besetztes Haus, wie es so häufig in der Zeitung steht. Das sind alles Mieterinnen und Mieter, die Mietverträge haben. Es geht um 3 Gewerberäume, wo es jetzt einen Rechtsstreit gibt, inwieweit die legal oder nicht genutzt werden. Insofern kann man natürlich jetzt auf eine finale gerichtliche Klärung warten. Ich glaube, besser wäre es, frühzeitig und parallel anzufangen mit politischen Gesprächen. Denn gerade die Vergangenheit in Berlin zeigt, es braucht bei solchen Konfliktsituationen eine politische Lösung.
In den letzten Jahren gab es immer wieder Meldungen über Kriminalität von Großfamilien und Clans. Auch aus Ihrem Wahlbezirk Neukölln. Und gibt es Ihrer Auffassung nach in Berlin sogenannte No-Go-Areas? Ich glaube, dass man beide Fragen auseinanderhalten muss. Ich kenne die Diskussion um No-Go-Areas. Ich habe sie selber erlebt. Und zwar im Hinblick beispielsweise auf den Wrangelkiez, der lange als eine No-Go-Area galt. Und ich mich immer gefragt habe, Moment mal, warum wollen da eigentlich alle Leute wohnen? Warum gehen da eigentlich alle feiern? Das heißt, so ein Stigma No-Go-Area halte ich erstmal für falsch, entspricht in der Regel auch nicht der Wirklichkeit. Und ich kenne persönlich auch keine Gegend in Berlin, wo man sich, wie das ein solcher Begriff nahelegt, als Normalo gar nicht mehr auf die Straße traut. In der Tat, wir haben Probleme mit organisierter Kriminalität. Und dazu zähle ich diese Clans, von denen Sie gesprochen haben. Wir haben ja das Phänomen, dass sich Frank Henkel jetzt in diesem Wahlkampf als starker Mann, als der Verteidiger von Law and Order präsentiert. Wenn man sich seine Bilanz anguckt, dann ist die ziemlich mager. Wir haben in einigen Bereichen einen Rückgang zu verzeichnen, beispielsweise im Bereich des Linksextremismus, aber auch was schwere Gewaltverbrechen angeht. Dafür gibt es Entschuldigung, deutliche Zuwächse bei der sogenannten Alltagskriminalität, Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle, Taschendiebstahl. Das sind alles Dinge, die den Leuten zu Recht Angst machen und wo die Leute zu Recht sagen, wir müssen die Sicherheit im öffentlichen Raum stärken. Ich glaube, worüber wir als Politik diskutieren müssen, was ist eigentlich der beste Weg? Und wenn ich mir angucke, was der Innensenator in den vergangenen Jahren gemacht hat, dann war das in der Regel Symbolpolitik. Beispielsweise große Razzien mit Hundertschaften von Polizei, einem großen Aufwand, übrigens auch sehr, sehr teuren Einsatzstunden für die Beamten und mit wenig Effekt. Kommen wir zum Bereich Wirtschaft. In Berlin gab es in der letzten Legislaturperiode durchschnittlich ein Wirtschaftswachstum von knapp 2%, knapp über 2%. Das ist mehr als durchschnittlich in den anderen Bundesländern. Was würden Sie besser machen wirtschaftlich als der aktuelle Senat? Also zunächst einmal muss man ja sagen, nicht die Politik oder der Senat macht die Wirtschaft, sondern wir haben die glückliche Situation, dass Berlin offenbar so attraktiv ist für viele Menschen, dass sie hierher kommen, dass sie Ideen mitbringen, dass sie als Gründer aktiv werden. Berlin ist Gründerhauptstadt, Berlin ist Innovationshauptstadt. In Berlin gibt es ganz viel sogenannte solidarische Ökonomie. Also Leute, die sagen, uns geht es nicht nur um die Dividende, sondern es geht auch darum, in sozialer und ökologischer Hinsicht etwas Gutes zu tun und damit trotzdem Geld zu verdienen. Wir wollen das stärken. Wir wollen diesen Leuten nicht reinreden, weil in der Tat nicht die Politik hat die besseren Ideen, sondern das sind Menschen, die hier ökonomisch aktiv werden, die dazu beitragen, dass in Berlin die Wirtschaft wächst. Diese Leute brauchen aber Rahmenbedingungen und da will ich vielleicht ein, zwei Beispiele nennen. Wir haben in Berlin bekanntlich zwischenzeitlich eine sehr schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt, da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen. Das betrifft aber nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern das betrifft auch Gewerbe. Also das betrifft Leute, die Räumlichkeiten brauchen, um diese Ideen zu verwirklichen. Und da sagen wir, man muss gerade für Gründerinnen und Gründer solche Räumlichkeiten vorhalten. Man muss gucken, dass man in der sogenannten Liegenschaftspolitik, also was die Verwendung, die Bewirtschaftung der Flächen angehört, die dem Land Berlin gehören, dass man hier auch gleichzeitig immer an Gewerbe, an Kreative, an Gründerinnen und Gründer denkt und dass man, ob das jetzt Coworking Spaces sind oder andere räumliche Möglichkeiten, diesen Menschen hilft, ihre Ideen dann auch zu realisieren. Zweites Beispiel ist, dass viele dieser Leute heutzutage auf eine gute digitale Infrastruktur angewiesen sind. Das ist zum einen das schnelle Internet, das ist aber insgesamt auch eine Verwaltung, die da zumindest auf Augenhöhe unterwegs ist.
Das heißt, wir müssen es schaffen, dass Berlin als Land die Chancen der Digitalisierung endlich nutzt, dass wir die Verwaltung soweit digitalisieren und dass man hier Synergieeffekte hinbekommt zwischen dem, was die öffentliche Hand macht, aber auch zwischen dem, was Unternehmer, was Gründer für ihre Arbeit, für ihren Erfolg benötigen. Sie haben gerade gesagt, Politik macht nicht Wirtschaftswachstum, aber Politik schafft die Rahmenbedingungen dafür. Korrekt. Das ist durchaus richtig. Und Sie sagen in Ihrem Parteiprogramm, ja, im Wahlprogramm ja auch, dass Sie, wie haben Sie gerade schon angesprochen, digitale Infrastruktur ausbauen wollen. Und das erfordert ja auch Investitionen. Jetzt haben wir in Berlin einen Schuldenberg von 60 Milliarden Euro, sind immer noch das zweitmeist verschuldete Bundesland. Wird es mit den Grünen neue Schulden geben? Nein, wir wollen keine neuen Schulden machen und das ist auch nicht nur alleine unsere Entscheidung, sondern wir wissen, in einigen Jahren kommt die sogenannte Schuldenbremse, die steht im Grundgesetz und ich glaube, da muss man gar nichts schönreden. Berlin hat in den vergangenen Jahren Schulden abgebaut, aber es sind immer noch in der Tat knapp 60 Milliarden Euro. Berlin wird diesen sogenannten Konsolidierungskurs weiter beschreiten müssen. Wir werden demnächst über den Länderfinanzausgleich reden. Es wird diskutiert, wie das mit dem sogenannten Soli weitergeht. Also wir wissen heute auch noch gar nicht, unter welchen Rahmenbedingungen in einigen Jahren Haushaltspolitik gemacht wird. Aber klar ist, eine weitere Verschuldung geht nicht. Wäre im Übrigen auch ungerecht, weil Verschuldung bedeutet auch immer Verschuldung auf Kosten zukünftiger Generationen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, dass in der Tat die wirtschaftliche Entwicklung, Sie haben das angesprochen, in Berlin eine positive ist. Wir haben steigende Steuereinnahmen und wir haben damit auch wieder Gestaltungsspielräume. Und da sind wir beim Thema Investitionen, wo wir als Grüne sagen, wir müssen dieses Geld dringend in die Hand nehmen, um Investitionen zu tätigen. Und zwar vor allem in die Bereiche, die in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sind. Wir haben ja eine Politik in den vergangenen 15 Jahren erlebt, zuerst unter Rot-Rot, jetzt unter Rot-Schwarz, wo Berlin kaputt gespart worden ist. Und ich will das jetzt nicht alles aufzählen, wir alle kennen die Situation an vielen Schulen, wir alle sehen jeden Tag, wie es um die Straßen, wie es um die Brücken, wie es teilweise um den öffentlichen Nahverkehr steht. Das sind übrigens auch Schulden. Jede kaputte Schultoilette, jedes Schlagloch auf der Straße ist indirekt ein kleiner Schuldenberg, weil auch hier spart man auf Kosten der Zukunft. Das sind alles Investitionen, die früher oder später getätigt werden müssen. Wir sagen, jetzt ist das Geld da, jetzt haben wir diese finanziellen Spielräume, lasst uns das Geld endlich auch in die Hand nehmen und in solche Bereiche investieren. Klar ist, dass das Geld, was zur Verfügung steht, dann aber auch wirklich investiert, das heißt beispielsweise verbaut werden muss. Wir haben jetzt gerade die Situation erlebt, dass aus einem Investitionstopf namens SIVA in Berlin 300 Millionen Euro gar nicht abgerufen worden sind. 300 Millionen Euro. Ich glaube, wir alle haben sofort Ideen, wo man die sinnvoll investieren könnte. Das heißt, Berlin hat vor allem ein Umsetzungsproblem. Es scheitert nicht am Geld. Das ist ja schon mal was. In der Vergangenheit war das ja deutlich anders. Nein, es scheitert momentan nicht am Geld. Es scheitert an der Umsetzung und an dem Willen, auch wirklich in diese Stadt zu investieren. Auch die Berliner Kultur ist zusätzlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Leider standen im letzten Jahr Veranstaltungen wie das Maifest oder wie der Karneval Kulturen immer kurz vor dem Aus und man hat lange diskutiert, ob sie überhaupt stattfinden sollten. Wie wollen die Grünen diese Veranstaltung langfristig sichern? Wollen sie es überhaupt? Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Land da endlich auch selber in die Verantwortung geht. Man darf nicht vergessen, das Land beteiligt sich in der Regel nicht an den Kosten des Karnevals der Kulturen. Das ist im Wesentlichen die Eigeninitiative der Leute. Es gibt kleinere Summen, das ist völlig richtig. Aber wenn man sich anguckt, Berlin schmückt sich regelmäßig mit diesem Karneval oder auch anderen Großevents. Und die öffentliche Hand hat sich da bisher sehr vornehm zurückgehalten, hat gesagt, macht mal, wir profitieren zwar davon, aber das ist mehr oder minder eure Angelegenheit. Ich glaube, das geht nicht. Man wird auch im Kulturbereich gucken müssen, dass man Mittel umverteilt. Wir brauchen insgesamt einen Aufwuchs, was den Kulturhaushalt angeht. Wir wollen vor allem als Grüne die sogenannte freie Szene fördern, die unseres Erachtens Berlin so spannend macht, kulturell, aber dann eben letzten Endes auch touristisch.
Was Großveranstaltungen angeht, gibt es sicherlich auch noch diese eine andere Seite, und das ist die Frage nach der Sicherheit. Das war auch der Knackpunkt in der Debatte um das Maifest. Alle, zumindest alle, die ich kenne, haben gesagt, ja, wir wollen dieses Maifest. Aber völlig klar ist, da braucht es Rahmenbedingungen, wo Leute letzten Endes auch sagen, okay, dafür übernehmen wir die Verantwortung. Ich glaube, dass die Ereignisse von Duisburg, Sie erinnern sich an dieses Love Parade-Unglück, an niemandem spurlos vorbeigegangen sind, und dass man in Berlin da auch gut beraten ist, genau hinzuschauen und die Frage aufzuwerfen, wie steht es eigentlich um das Sicherheitskonzept. Wir haben das, was das Maifest angeht, dann letzten Endes noch hinbekommen, weil dann eben doch auch der Innensenator, weil auch die Polizei bereit war, einen Teil der Verantwortung zu tragen. Aber das wird immer wieder eine Herausforderung sein, gerade bei Großveranstaltungen in Berlin, beides zu gewährleisten, also sowohl die öffentliche Sicherheit, aber auch die Finanzierung. Und da glaube ich, dass man sich deutlich mehr anstrengen muss, als es der jetzige Senat getan hat. Bei dem Karneval wurde ja schon investiert. In dem letzten Doppelhaushalt gab es dieses Jahr, ich glaube, Investitionen, das sind dazu 500.000 Euro. Im nächsten Jahr sollen es 200.000 werden, und das war genau das Problem, weil die Organisatoren haben gesagt, das reicht nicht. Der Doppelhaushalt war ungenau geplant und die Investitionen im nächsten Jahr wären zu wenig gewesen, und deswegen wollten die Organisatoren dieses Jahr schon planen. Das klingt alles viel, ja, lassen Sie mich das auch sagen, aber das ist, wenn man sich das mal anguckt im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen, im Vergleich zu den Millionen, die da in vielen Bereichen ausgeschüttet werden, Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich begleite den Karneval jetzt wirklich schon seit vielen Jahren. Man muss einfach sagen, ohne dass sich da Leute ehrenamtlich hinterklemmen, ohne dass diese ganzen Gruppen sagen, jawohl, wir sind auch dieses Jahr mit dabei, ohne dass da auch Leute privates Geld in die Hand nehmen, wird es nicht funktionieren. Das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, man muss gerade im Kulturbereich jetzt nicht alles durchfinanzieren und institutionalisieren. Es wird immer die Leute brauchen, die sagen, wir machen das aus dem eigenen Antrieb. Aber es braucht dann einen fairen Lastenausgleich. Und gerade der Karneval der Kulturen hat beispielsweise in der Vergangenheit sehr darunter gelitten, dass senatseitig all die Forderungen, und da ging es nicht nur um finanzielle Forderungen, immer wieder ausgeblendet worden sind und es lange Zeit zum Beispiel gar keine Gespräche gab. Auf den letzten Drücker hat es dann auch hingehauen, aber ich finde, da kann sich Politik doch deutlich mehr engagieren, wenn schon das Engagement von so vielen Freiwilligen, von so vielen Menschen in der Stadt da ist. Auch die Menschen sollen von einer wachsenden Wirtschaft in der Hauptstadt profitieren. Berlin gilt als Hauptstadt der Kinderarmut. Fast jedes dritte Kind lebt hier von Hartz IV. Was kann die Politik dagegen unternehmen? Sie haben völlig recht. Wir haben zwar einerseits diesen wirtschaftlichen Aufschwung, aber wir haben sehr, sehr viele Menschen in der Stadt, die davon überhaupt nicht profitieren. Man könnte neben dem Thema Kinderarmut hinzufügen, es gibt gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit in Berlin ein sehr, sehr düsteres Bild. Es gelingt offenbar nicht, diese wirtschaftliche Dynamik so zu nutzen, dass auch Menschen, die schon lange erwerbslos sind, wieder in Arbeit kommen. Es gibt auch andere Personengruppen, wie beispielsweise Alleinerziehende, die ein erhebliches Armutsrisiko haben. Und wir haben auch in Berlin mit einer wachsenden Altersarmut zu kämpfen. Insofern müssen wir als Politik in der Tat diese Probleme endlich konzertiert angehen. Und was wir beklagen ist, dass es in Berlin seit vielen, vielen Jahren an einer gemeinsamen, und zwar ressortübergreifenden, gemeinsamen Strategie fehlt, was Armutsbekämpfung angeht. Da macht die eine Senatsverwaltung das und die andere Senatsverwaltung das, aber zu überlegen, wie kann man bei diesen unterschiedlichen Gruppen eigentlich gemeinsam einen Plan entwickeln, um Armut im besten Fall von vornherein zu verhindern und, wenn es soweit ist, diesen Menschen zu helfen, eine solche gemeinsame Strategie fehlt. Wir haben dort als Grüne erste Ideen, ein Konzept vorgelegt. Wir haben beispielsweise gesagt, man muss, was bestimmte Problemlagen angeht, auch bestimmte Angebote machen. Nehmen wir den Bereich Wohnungslosigkeit. Ja, das ist beispielsweise auch ein Problem, dass immer mehr Leute ohne Obdach sind. Wir reden da auch nicht nur von den klassischen Obdachlosen, sondern wir reden teilweise
von Familien, die auf der Suche nach neuem Wohnraum sind und keinen finden. Was die Wohnraumversorgung angeht, braucht es in diesem sogenannten, das ist jetzt sehr technisch, besonderen Segment eine Wohnungspolitik, die beispielsweise über die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften genau für solche Menschen Wohnraum vorhält. Wohnraum, der bisher nicht vorhanden ist. Bei Alleinerziehenden, um ein weiteres Beispiel zu nehmen, sagen wir, wir müssen diesen, in der Regel sind es Frauen, nicht nur, aber häufig Frauen, wir müssen denen, gerade was die Betreuungssituation angeht, so weit wie möglich entgegenkommen. Wir machen kurz einen Abstecher in die Bundespolitik. Ein wichtiges Standbein für die Umverteilung ist die Steuerpolitik. Jetzt haben wir gestern in der Vorbereitung festgestellt auf dieses Interview mit dem Wahl-O-Mat, dass Sie sich für eine Vermögensteuer einsetzen. Da gibt es in der Bundespartei ja momentan so ein bisschen einen Diskurs darüber bei den Grünen. Warum setzen Sie sich dafür ein? Also Steuern sind zunächst einmal ein Mittel. Es geht in der Steuerpolitik immer darum, zum einen die Gerechtigkeitsfrage zu stellen. Wie gerecht ist eigentlich dieses Land, aber zum Zweiten auch zu überlegen, was sind Maßnahmen, um Mittel für die öffentliche Hand zu generieren, um sie dann letzten Endes zu investieren. Und wir sagen als Grüne, wir haben in Deutschland ein Problem bei der Steuergerechtigkeit. Das bestreiten, glaube ich, auch die wenigsten Leute. Und wenn wir unsere Überzeugung ernst nehmen, dass nämlich breite Schultern auch mehr tragen können, dann ist es völlig unverständlich, warum es anders als in vielen anderen Ländern und übrigens auch anders als in der Vergangenheit in Deutschland keine Vermögensteuer gibt. Da wird man sicherlich diskutieren müssen im Detail, ab wann gilt die. Reden wir hier von Otto-Normalverbraucher, da sagen wir Grünen nein. Also unter Vermögensteuer verstehen wir wirklich eine Millionärssteuer. Also Leute, die durch diese Form der Besteuerung jetzt nicht an den Rande der Existenz gebracht werden. Wir sind an diesem Punkt aber auch ehrlich, weil wir sagen, wenn wir mehr investieren wollen, wir haben ja vorhin über Investitionen gesprochen und alle Parteien versprechen, da Geld in die Hand zu nehmen, dann müssen wir auch sagen, wo es herkommt. Und die Vermögensteuer ist eine Ländersteuer. Das heißt, sie kommt eben auch den einzelnen Bundesländern zugute. Das ist nicht bei allen Steuern der Fall. Und was die grüne Diskussion angeht, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich spreche da viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ganz egal, wo die jetzt innerhalb der Partei flügeltechnisch stehen, Sie wissen ja, wie in allen anderen Parteien gibt es bei uns auch diese Flügel, die sagen alle, wenn sie denn landespolitisch engagiert sind, wenn sie Verantwortung tragen, wie das ja bei uns in vielen Ländern auch in der Regierungsverantwortung der Fall ist, die sagen alle, wir wollen eine solche Vermögensteuer. Sie haben angedeutet, dass die Grünen mit Sozialreformen die prekären Lebensverhältnisse bekämpfen möchten. Jedoch wollen sie Eltern an den Kosten der Kitas beteiligen lassen. Geht diese Forderung nicht in die entgegengesetzte Richtung? Ich sehe da keinen Widerspruch. Uns geht es zum einen um mehr Lohngerechtigkeit und den Kampf gegen prekäre Lebensverhältnisse. Was das Thema Kita angeht, sagen wir selbstverständlich, Leute, Familien, Eltern, die sich Kita-Gebühren nicht leisten können, die sollen freigestellt werden oder freigestellt bleiben, besser gesagt. Das ist ja heute schon so im Land Berlin, dass man je nach Einkommen dort veranschlagt wird. Wir sagen aber auch Menschen, Haushalte, die das Geld haben, die sollten auch einen Beitrag leisten. Und wir glauben, dass das eine sehr viel ehrlichere Antwort ist, als beispielsweise die SPD gibt. Denn selbst wenn man sagt, Beitragsfreiheit für alle ist was Tolles und muss das langfristige Ziel sein, haben wir in diesem Kita-Bereich ja noch ein paar andere Probleme. Wir haben bundesweit den schlechtesten Betreuungsschlüssel in Berlin. Es fehlen eine ganze Reihe von Erzieherinnen und Erziehern. Und alle Fachkundigen, aber auch viele Eltern sagen, wir wollen mehr Qualität. Und wir Grüne haben überlegt, was hat für uns eigentlich Priorität und sind zu der Entscheidung gekommen, für uns hat eine höhere Qualität, hat ein besserer Betreuungsschlüssel die Priorität vor einer Kostenfreiheit für alle
wohlwissend, dass es Menschen gibt, die sich das nicht leisten können. Da sagen wir ganz klar, selbstverständlich sollen diese Menschen dann dennoch ihre Kinder zur Kita schicken können. Aber bei Menschen mit einem hohen Einkommen finden wir das richtig, die an der Finanzierung dieser Leistung heranzuziehen. Ich möchte nochmal den Begriff prekäre Lebensverhältnisse aufgreifen. Viele dieser Verhältnisse haben ja auch mit steigenden Mieten und Gentrifizierung in Berlin zu tun. Wo und wie soll in Berlin neuer Wohnraum entstehen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Zunächst einmal muss man, glaube ich, sagen, dass neuer Wohnraum, also der Neubau von bezahlbaren Wohnungen wichtig ist, aber es ist auch kein Allheilmittel. Wir haben als Grüne immer gesagt, Neubau ja, aber muss auch was für die Mieterinnen und Mieter im Stand tun. Das heißt, wir müssen versuchen, soweit das Land Berlin, soweit das die Bezirke können, Mieterinnen und Mieter vor Mieterhöhung, vor Verdrängung zu schützen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von denen der jetzige Senat nicht so Gebrauch macht, wie wir uns das wünschen würden. Ein Beispiel sind die sogenannten Milieuschutzgebiete, wo man beispielsweise die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen verhindern kann, wo man Luxusmodernisierung verhindern kann. Wir plädieren dafür, diese Milieuschutzgebiete auszuweiten und sagen, wir müssen auch bei den Menschen, die in Bestandswohnungen wohnen, Sorge tragen, dass die, was diesen völlig außer Rand und Band geratenen Mietenmarkt angeht, nicht zum Opfer von solchen Gentrifizierungsprozessen werden. Neubau macht Sinn, aber Neubau macht auch nur dann Sinn, wenn die Wohnungen gebaut werden, die wirklich gebraucht werden. Der Senat hat ja in den vergangenen 5 Jahren etwa 30.000 Wohnungen gebaut. Das ist zu wenig angesichts der Tatsache, dass jedes Jahr zwischenzeitlich rund 40.000 Menschen in die Stadt kommen. Aber das eigentliche Problem war, dass der Senat Wohnungen gebaut hat oder hat bauen lassen, die letzten Endes für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen kommen, gar nicht bezahlbar sind. Es gibt Studien, die sagen, nur ein Bruchteil dieser Neubauwohnungen sind wirklich für Otto-Normalverdiener überhaupt leistbar. Das heißt, es geht an Bedarf vorbei, ganz zu schweigen von irgendwelchen Shoppingcentern oder Hostel, die ja auch in den vergangenen Jahren vermehrt gebaut worden sind. Das heißt, wir brauchen endlich eine Neubaupolitik, die den Wohnraum schafft, der auch benötigt wird. Es wird ein langer Kampf werden und ich glaube, keine Partei kann versprechen, dass da von heute auf morgen alles anders wird. Zumal wir eben jetzt 15 Jahre lang eine Politik erlebt haben, die 100.000 öffentliche Wohnungen privatisiert hat, die lange Zeit gar nicht wahrhaben wollte, dass es überhaupt ein solches Problem gibt und die bis heute eben auch im Bereich des Neubaus Wohnungen baut, die nur für sehr, sehr wenige bezahlbar sind. Ja, Sie haben gerade angesprochen, dass die Grünen schon damals die Privatisierung von Wohnraum kritisiert haben. Jedoch war er für die damalige Regierung zumindest notwendig für die Konsolidierung des Haushalts. Was hätten Sie für Alternativen gehabt zu der Zeit? Hinterher ist man immer klüger. Heute weiß man, dass der Ausverkauf von öffentlichem Eigentum letzten Endes nach hinten losgeht und b, auch haushalterisch nicht unbedingt Sinn macht. Der Verkauf der Wasserbetriebe beispielsweise, der ja zwischenzeitlich abgewickelt wurde, der Verkauf der Energienetze, das sind alles Dinge, die nicht nur falsch waren, weil es hier um öffentliche Daseinsvorsorge geht, sondern weil man damit eigentlich auch als öffentliche Hand Geld verdienen kann. Das zeigen sowohl die Wasserbetriebe, das würden auch die Energienetze zeigen, wenn man die zurück in die öffentliche Hand nimmt. Wir haben damals gesagt, ja, Berlin hat einen Personalüberhang. Das war damals zweifelsohne der Fall. Das war auch nicht grundsätzlich falsch, Personal abzubauen in der damaligen Situation. Was aber falsch war, das ohne eine Aufgabenkritik zu machen. Also ohne zu gucken, welche Leistungen sind eigentlich relevant, insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger relevant, sondern der Senat damals wie heute hat mit Zielzahlen gearbeitet, hat beispielsweise gesagt, wir wollen bei 20.000 Beschäftigten in den Bezirksverwaltungen ankommen und egal wie ihr das macht, Hauptsache wir kommen auf diese Zahl. Das heißt, das war die Rasenmähermethode. Wir haben von Anfang an gesagt, so funktioniert das nicht, sondern einige Aufgaben
verlieren an Bedeutung, andere werden dafür relevanter. Wir wollen letzten Endes eine Verwaltung, wir wollen eine öffentliche Hand, die funktioniert, die sich an den Bürgerinnen und Bürgern und deren Bedürfnissen orientiert. Das war, glaube ich, wirklich damals von Rot-Rot wie Rot-Schwarz eine definitiv falsche Entscheidung, die sich heute bitter rächt. Jetzt werden wir gucken, wie wir wieder Personal aufbauen. Aber auch da sagen wir, nicht einfach nur einstellen, 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 sondern im Sinne einer Aufgabenkritik gucken, in welchen Bereichen braucht es eigentlich wie viel mehr Personal. Für die Sanierung der Berliner Schulen werden in den kommenden Jahren rund 5 Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen planen Sie und wie wollen Sie diese umsetzen? Das Thema Schulsanierung ist eines der zentralen Themen. Und zwar, weil wir, glaube ich, alle uns die Frage stellen, wie kann das sein, dass in einem industrialisierten Land wie der Bundesrepublik Deutschland und auch in einer Hauptstadt wie Berlin Kinder und Jugendliche da zum Teil unter Bedingungen lernen und arbeiten müssen, wo man einfach sagen kann, muss, das ist unwürdig. Ja, also wir wissen, es gibt in Berlin eine ganze Reihe von Schulen, wo den Schülerinnen und Schülern im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt, wo nicht nur die Fassaden oder die Schultoiletten bröckeln, sondern wo das gesamte Gebäude marode ist, wo teilweise einige Räume gar nicht nutzbar sind, wo Schulhöfe nicht nutzbar sind, weil dort Unfallrisiken bestehen. Und deswegen sind wir uns, glaube ich, auch überparteilich da einig, da muss was passieren. Warum das der SPD jetzt nach 25 Jahren Verantwortung in der Schulpolitik einfällt, weiß ich nicht. Die Frage müssen die beantworten. Wir haben schon vor einigen Jahren damit begonnen und haben gesagt, das Land Berlin muss das angehen. Und das Land Berlin muss vor allem ein Problem auflösen, nämlich dass es da ganz unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Wir haben eine Landesschulverwaltung, wir haben eine Bildungssenatorin, wir haben aber auch 12 Bezirke, die für die Gebäude zuständig sind, die selber das Geld gar nicht haben, sondern am Tropf des Landes hängen. Und unser Vorschlag, ich werde jetzt ein bisschen sehr fachlich, sind sogenannte Schul-BIMs. Das ist nämlich die Idee zu sagen, ähnlich wie auf Landesebene, wo es eine Gesellschaft gibt, die für die Bewirtschaftung, für den baulichen Unterhalt und für die Sanierung von öffentlichen Gebäuden zuständig ist, brauchen wir das im Bereich der Schulgebäude. Wir wollen, dass sich da Bezirke zusammentun, ähnlich wie bei den Kita-Eigenbetrieben. Wir wollen auch, dass es weiterhin auf Bezirksebene hier eine politische Steuerung gibt, denn die Bezirke sind näher dran, sind im unmittelbaren Kontakt mit den Schulen, mit den Eltern, mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und diese Schul-BIMs sollen dann die Aufgabe der Sanierung übernehmen. Es gibt Konzepte von Linkspartei bis CDU, die da in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, das Entscheidende wird vor allem sein, dass Berlin am Ende sagt, ja, das hat für uns Priorität, dieses Thema, das lassen wir nicht schleifen. Wir nehmen hier Geld in die Hand, sowohl öffentliche Investitionsmittel, das ist aber auch ein Bereich, wo man gegebenenfalls in dieser Niedrigzinszeit ein paar Schulden machen kann, weil sich diese Räume natürlich letzten Endes amortisieren, also sie werden ja genutzt von den Schulen zukünftig, und wo man in einem Milliardenbereich Geld in die Hand nehmen muss. Bildung ist auch ein wichtiger Indikator für die Integration in diesem Land. Nun kamen letztes Jahr sehr viele geflüchtete Menschen nach Berlin. Insgesamt sollen bis Ende dieses Jahres 70.000 registriert sein. Welches Konzept haben die Grünen für die Integration dieser Menschen? Wir haben in Berlin in der Tat lange Zeit über Flüchtlinge geredet im Zusammenhang mit der Erstaufnahme, mit der Versorgung. Wir haben alle erlebt, was für Probleme das Land Berlin in diesem Zusammenhang hatte. Stichwort Lageso. In der Tat, es geht jetzt um den zweiten Schritt. Es geht um die mittel- und langfristige Integration, und machen wir uns nichts vor, das ist eine Mammutaufgabe. Und wir haben als Berliner Grüne deswegen sehr früh gesagt, so wichtig das alles mit der Erstversorgung ist und so wichtig es auch ist, die Missstände am Lageso abzustellen, lasst uns jetzt beginnen, darüber zu reden, wie die Integration gelingen kann. Denn wir sagen auch, wir wollen, dass
Berlin, dass die Bundesrepublik Deutschland weiterhin Menschen in Not hilft. Das heißt, wir können ja auch heute noch gar nicht absehen, wie viele Flüchtlinge vielleicht in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren dazukommen. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, wie auch die Integration gelingen kann. Dabei geht es um Integration in Bildung, wie Sie völlig zu Recht sagen. Es geht aber auch um Integration in den Wohnungsmarkt. Es geht um Integration in Arbeit. Aber um mit der Bildung mal anzufangen, Willkommensklassen sind ein guter Anfang. Wir hoffen sehr, dass es gelingt, auch jetzt mit Beginn des Schuljahrs wirklich allen geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen solchen Schulplatz anzubieten. Wir sagen aber auch, Willkommensklassen können nur der erste Schritt sein, sondern wir wollen, dass diese Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich in sogenannte Regelklassen kommen. Denn natürlich findet Integration in erster Linie durch Begegnung statt. Und da können Willkommensklassen dazu beitragen, dass man beispielsweise durch das Erlernen der Sprache so eine Integration erleichtert. Aber letzten Endes müssen Flüchtlinge genauso wie alle anderen ein Teil des Alltags sein, in der Schule, im Arbeitsleben, als Nachbarinnen und Nachbarn. Wir haben da eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, können wir auch gerne im Detail noch drüber reden, wie das funktionieren kann. Aber wir sagen auch, ja, das wird richtig anstrengend, da müssen wir uns alle zusammen ordentlich strecken. Aber es geht hier nicht nur um Flüchtlinge, sondern es geht eigentlich um Aufgaben, die alle Menschen in dieser Stadt betreffen. Wir haben gerade über Schule geredet, wir haben über den Wohnungsmarkt geredet, wir haben über das Thema Beschäftigung gesprochen. Das heißt, die Herausforderungen, die sind vielleicht nicht kleiner geworden, aber es sind Herausforderungen, die sich nicht nur im Hinblick auf Flüchtlinge, sondern im Hinblick auf alle Menschen in dieser Stadt stellen. Und das zusammenzudenken, das ist, glaube ich, der richtige Schritt und nicht immer zu sagen, hier sind die Flüchtlinge und da ist der Rest der Stadtgesellschaft. Nein, Berlin ist eine Einwanderungsstadt und wird es auch bleiben. Und letzten Endes muss man diese ganzen Herausforderungen gemeinsam angehen und lösen. Herr Wesener, zum Abschluss stellen wir noch mal ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten, immer ganz knapp in einem Satz zu antworten. Die erste Frage: Welches Fortbewegungsmittel würden Sie bevorzugen? Fahrrad oder U-Bahn? Im Sommer das Fahrrad, definitiv. Hertha oder Union? Ach. Ich stehe ja mehr auf Wasserballett. Okay. Cem Özdemir oder Anton Hofreiter? Ich schätze sie beide und ich bin froh, dass nicht ich die Entscheidung fällen muss, sondern dass es am Ende die grüne Basis tun wird. Chris Durkin oder Frank Kastorf? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich hoffe, dass die Volksbühne bleibt. Aber ich glaube, dass auch Chancen in so einem Neubeginn liegen. Currywurst oder Döner? Am liebsten Falafel. Spree oder Elbe? Naja, ist ja wohl klar, die Spree. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wesener. Morgen geht es weiter mit unseren Wahlinterviews. Dann treffen wir Georg Pazderzky von der Alternative von Deutschland. Bis dahin.